Ja, gut, gut. Also, diesmal bereiten wir uns besser vor. Du machst deine Spiegelbilder. Du machst Segnung. Und verwandelt sich danach in einen Bär. Den kannst du angreifen und hältst hoffentlich auch ein bisschen besser, ein bisschen mehr aus. So, und hoch da. Düne hier läuft wieder weg. Obwohl, nee, sie kann jetzt hier am Anfang gar nicht getroffen werden. Also macht sie erstmal Haste auf die Gruppe, damit wir schön schnell töten können. Ihr alle vier geht auf den da. Der ist mir zu nah an der Gruppe dran. Und du stirbst bitte einfach nicht. So, jetzt läufst du weg. Mit der Haste müsstest du ja schnell genug sein. Und versuchst den zu lähmen, dass er nicht... Ah, super. Nicht geklappt. Jetzt alle zusammen auf den da. Schön den... Ey, ey, ey. Okay, so viel zu, sie hält mehr aus als Bär. Ah, der ist zu nah dran. Okay. Benutzt den Flammenstrahlstab. Und du heilst sie mal schnell. Der Rest prügelt drauf ein und du versuchst, den da zu lehnen. Ja, Jackpot. Heil dich selbst mit einer großen Heilung. Gerugon schlägt auf den da ein. Die Lähmung hält hier lange genug, den können wir erstmal eine Weile ignorieren. Du greifst auch den da an. Du greifst den da an. Du gehst erstmal schon nach hinten. Ah nein, da war noch einer, den habe ich jetzt geholt. Ah. So, Trank trinken. Trank trinken. Zu Ende zaubern. Weglaufen. Ja, gut. Die sterben wenigstens. Jetzt den da. Wo ist Immoin? Ach gut, die ist noch in Sicherheit. Dann lehmen wir den nächsten. Jupp. Ihr sollt nicht den Gelähmten angreifen. Der macht nichts. So, die müssen schnell sterben. Schnell sterben. Und die haben Magiewiderstand. Wie übel. Ja, Werwölfe sind nicht zu verachten. Heil dich selbst. Trink einen Trank. Heil dich nochmal selbst. Ja, ist auch schon viel besser gelaufen diesmal. Auch wenn ich Jahiras Wolfs Bärform ein bisschen überschätzt habe. So, ich hoffe jetzt mal einfach, dass einer von euch nicht Balduran war. Weil so einen alten Helden will ich doch nicht umgebracht haben. So, heil dich selbst. Heil dich selbst. Und Immoin schaut nach Fein. Huh. Eine Falle an einem alten Fass. Na, schön. Aber hat der Magier nicht gesagt, in einem Raum neben der Kabine von Balduran ein Deck unter Deck? Na gut, wir sind jetzt ganz unten gewesen. Wir wissen nicht, ob da jetzt das Deck ist oder nicht. Also wahrscheinlich noch eine Etage höher. Das heißt, das war noch nicht der schwerste Kampf. Oh, viele geschlagen. Jetzt. Hm. Haben wir noch so einen Trank, der das erhöht? Ich glaube nicht. Doch, da. Ein. Immoin. Da. Ist auch der richtige. Schlösser öffnen plus 20%. Ah, sollten trotzdem unser Schloss knacken. Na, also, was haben wir da? Düner hier. Und. Ah, ich dachte schon, es wären die Ogre-Handschuhe. Ja, verfluchte Handschuhe. Die können wir gleich wieder wegschmeißen. Schade, schade, schade. Ogre-Handschuhe wären so super jetzt. Also nicht jetzt, sondern allgemein wären sie super toll. Aber kann man nichts machen. Du suchst mal weiter nach Fallen. Was haben wir hier noch? Kisten, die man nicht aufmachen kann. Da ist noch was. Und auch eine Falle dran. Sind ja richtig paranoid hier. Und abgeschlossen. Oh. Hast du noch ein? Ja, du hast. Silberdolchs Werwolfsfluch. Okay. Schon komisch, dass direkt neben dem Werwolfslager jemand mit einem Amulett ist gegen Werwölfe und
im Lager selbst Waffen gegen Werwölfe rumliegen. Die werden ja eher ins Meer geworfen, oder? Aber gut, das bekommst denn mal du. So. Und schleichen. Hier werden wir aber auch nicht schlafen können. Das heißt, eigentlich müssten wir wieder ganz zurück zum Haus. Naja, ganz zurück, so weit ist es dann auch wieder nicht, aber wir versuchen einfach mal Immun alleine hochzuschicken. Ja, und es sind sogar nur zwei Werwölfe hier. Das müsste machbar sein. Ihr geht hoch und sobald ihr oben seid, versucht Immun den da zu backsteppen. Jetzt haben wir bisher noch drei Werwölfe. Also Backsteppen haben wir bisher noch fast gar nicht gemacht. So, alle auf den Werwolf. Du lähmst den Werwolf. Hat nicht geklappt. Alle auf den Düne hier. Hast du noch irgendwas? Nee. Ah, du kannst sie wegteleportieren. Aber ich denke mal, sie wird vorher unterbrochen werden. Ja, sie kann auch weglaufen. Das ist, glaube ich, einfacher. Schaut nicht gut aus. Schaut nicht gut aus. Du benutzt mal einen Verteidigungstrank. Du trinkst einen normalen Trank. Und Düner hier versucht, den zu lähmen. Komm schon. Ah, nee. Nein. Runter. Okay. Flucht. Kopflose Flucht. In die falsche Richtung. Da runter. Und raus hier. Ja, wir sind schon eine Heldentruppe. Der Magier wird sich auch denken, was zum Teufel machen die da? Die gehen da immer hin, dann kommen sie wieder, schlafen einen halben Tag bei mir in der Hütte, essen mein Essen, dann verschwinden sie wieder und kommen wieder. Und schlafen wieder. Ja, von dem ganzen Blut nicht zu schweigen. So, heil dich hoch, du dich auch. So, Düna hier kriegt immer einen auf den Deckel. Wir sollten ihr nochmal, genau, klopfen kann. Oh, wir hätten Tränke gar nicht trinken müssen. Sie hätte einfach jedes Mal klopfen können. Ach ja, ich sollte echt ein bisschen mehr aufpassen und nicht so viel reden. Na doch, ich muss viel reden, sonst wird's langweilig. Und da liegt der Haken. Ich kann entweder gut spielen oder versuchen, ein besseres Let's Play zu machen, als wenn ich gar nichts sagen würde. Ich hoffe, das hat jetzt Sinn gemacht. Ich habe mich gerade nicht konzentrieren können. So, klick. Hast du noch was zu identifizieren? Oh ja, neuer Lähmungsstab. Der alte ist ja eh alle. Du wirst nur eine Robe des Reisenden, kann auch weg. Und ein Blitzstab. Blitzpingpong im Boot. Nein, da würden wir auch sterben. Also, wir können gleich hierbleiben, nochmal schlafen. Ja, schon sind wir 16 Stunden in seinem Haus. Frühstück und Mittag. Und Abendbrot. Und jetzt schlafen wir gleich nochmal. So, und du nochmal ihn. Wie spät haben wir es? Abends, okay. Noch ein Frühstück. So, jetzt geht wir aber wieder. Bis später. Wir sind ja eh meistens nur so eine Stunde oder zwei weg, ne? So, das heißt, wir gehen jetzt einmal hoch, zweimal hoch, dann macht sie ihre Spiegelbilder und könnte eigentlich auch schon Hast machen. Das hält ja ein paar Runden. Und Jahira, Bärform oder nicht? Na, ich denke eher nicht. Ah, nein, es war nur einmal rum. Runter. Ich hab gesagt, runter. Ah, was zur Hölle. Na gut. Du machst Haste.
machst Furcht. Vielleicht haben wir Glück. Und der Rest prügelt wahllos auf was ein. Nee, machen wir die kleinen Wölfe erstmal tot. So, du trinkst einen Trank. Was zur Hölle? Khaled! Ich habe die ganze Gruppe weggeschickt und der Einzige, der es schafft, ist der Feigling. Der sogar einen Helm hat, der ihn mutiger macht und er trotzdem noch ein Feigling ist. So, zurück. Alle Mann auf den da. Du machst Spiegelbild. Du machst nochmal Furcht. Und du fliehst. Gut, du bleibst erstmal unten. Trinkst noch einen Trank. Der Rest kämpft sich durch. Döner hier macht Schaden, auch auf den. Du Flammenstrahl. Für den Baubau. Oh, das ist der Vampirwolf. So. Linz gibt gut Schaden, aber es klappt soweit. Okay, es war nicht geplant, aber es hat geklappt. Ja, der Vampirwolf gab mehr Erfahrungspunkte als irgendwie. Ey, Düner hier. Da passt man mal ganz kurz nicht auf und schon hat sie nur noch wie viele Lebenspunkte? 9. So, Immo, du kannst auch wieder nach oben. Obwohl wir eigentlich gleich wieder raus können und zum Magier. Boah. Shahira als Heilerin ist echt eine Nulpe. Wir hätten die Frau aus dem Stein mitnehmen sollen. Die war wenigstens eine richtige Klerikerin. Was war. So. Noch eine Heilung auf Immun und den Haste ist weg. Ich höre gerade einen Wolf schreien. Muss so vom anderen Deck sein. So, schau nach Fallen. Der Rest geht aus dem Weg. So, hier waren die Kammern auch nicht. Also noch eine Etage höher. Ah, da sind auch noch welche. Ah, da geht's. Nur da geht's hoch, okay. Ah! Was war das? Oh. Ha. Das war komisch. Normaler Schild, Absorptionstrank und Gifttränke. Nicht so super. Na gut, du mach neue Spiegelungen, abspeichern und dann, obwohl wir können einfach immerhin vorschicken wieder. Mach dich mal unsichtbar und guck mal nach oben. Ah. Lauf mal weg. Ups. Karuk, von dir haben wir schon gehört. Wer wagt es, sich unangekündigt zu nähern? Folter und Tod allen, die bei Karuk eindringen. Okay, aber er ist wenigstens ehrlich, nicht wie diese Kaisha oder was von dem anderen Dorf. Wir möchten eurem Clan beitreten. Nee, wir haben euren Clan gerade fast ausgerottet. Sei still, Hundesohn. Nee. Wir sind die Gruppe von Gerugon. Wir sind gekommen, um eure Schreckensherrschaft über diese Insel ein Ende zu setzen. Schreckensherrschaft? Außenstehende? Habt ihr gesprochen mit Kaishas? Sie erzählt euch Lügen über meine Leute. Nichts davon ist wahr. Warum greifen die uns denn alle an? Sie erzählt euch Lügen über meine Leute. Nichts davon ist wahr. Karuk wird euch die Wahrheit erzählen. Oh, bitte lass das jetzt nicht so lang sein wie von dem Magier. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Sprecht weiter. Weil genau das wollten wir eigentlich. Wir wollten die andere Seite von der Geschichte hören. Aber der Kaisha nicht glauben, weil sie halt böse ist. Sie haben euch gesagt, dass meine Leute seien böse. Doch Wahrheit sieht anders aus. Sie hassen uns, weil wir sind nicht sie wie sie. Wenn sie sehen jemanden von uns, sie uns sofort töten. Sie setzen unsere Häuser in Flammen. Ihr solltet töten die anderen. Wir sind unschuldig. Wir töten nur, um uns zu verteidigen. Warum wurden wir von euren Leuten draußen angegriffen? Sie stellten keine Fragen, bevor sie angriffen. Ihr hier kommt herein mit gezogener Waffe. Wir müssen verteidigen dieses Schiff vor Gefahr. Ihr würdet tun dasselbe, wäre es euer Heim.
Ich würde einem Eindringling zunächst die Gelegenheit geben, sich zu erklären. Ihr es wagt, zu töten meine Familie und dann mir Fragen zu stellen, sterbt, wenn ihr nicht das verstehen könnt. Oh. Was zur Hölle? Nur Imoin ist hier oben. Da wollte sie hingehen und da sind alle gespawnt. Und irgendjemand hat ist gerade explodiert. Oh. Okay, sein Körper ist explodiert und daraus ist ein Werwolf gekommen. Ich glaube, wir gehen mal wieder runter. Das war also der Typ, der geheult hat. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Haste. Dann gehen wir da hoch, sterben und laden wieder.